So, bei meinem ersten Videoversuch hatte ich mir einen tollen, super GT1 Porsche geleistet, aber dooferweise war der zu langsam. Also, im erspielten 911er. Und mal sehen, ob ich es jetzt schaffe. Beim ersten Versuch war nur Platz 7 drin. Jetzt sollte mehr sein. Denn wie gesagt, fehlerfrei bin ich quasi ja gefahren. Die Paris-Strecke gab es auch schon im Vorgänger, allerdings erst nach Release. Wirkt aber trotzdem noch frisch und zusammen mit den ganzen anderen Stadtstrecken auch schön abwechslungsreich gegenüber den vielen normalen Rennstrecken. Wobei hier die wichtigen Namen fehlen. Ich glaube, Suzuka ist dabei, Brands Hatch, aber kein Nürburgring oder sonst irgendwas. Silverstone fehlt auch. Ja, so ein paar chinesisch, australisches Zeugs. Ist okay. Die Mischung macht's und dafür gibt's hier die meine neueste Lieblingsstrecke. Haha. Ist übrigens Strada Alpina mit mehreren Layouts vom reinen Rennkurs über einen schönen Panoramakurs. Da hätte ich mir gewünscht, dass es da noch ein, zwei mehr gäbe. Weil die sind wirklich was, was es nur in Grid gibt. Ja, Hilfe, was war denn das? Also war ich jetzt wirklich zu schnell, so dass es diese Runde war deine Zeit 2:13,6. Ja, keine Ahnung. Anscheinend habe ich den Computer auf schwer überholt. Denn normalerweise sollten die eigentlich vor mir starten. Also beziehungsweise vor mir gestartet sein. Und ich habe schon eine Runde gedreht. Ansonsten wichtig wäre noch zu vermerken, das Spiel läuft ohne großartige Fehler. Das einzigste, was mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen ist, sind A, beim Auswählen des Fahrzeugs in der Garage ploppen oder klippen besser gesagt die Schatten immer auf und weg. Und manchmal, warum auch immer, zeigt der alles, was so neu hinzugekommen ist, also gewonnen wurde, mit so einem Marker nochmal an. Warum auch immer. Ja, die Cockpit-Perspektive sehr gut spielbar, also wesentlich besser als noch beim Vorgänger. Ein bisschen grobschlächtig halt. Ja, man merkt halt, es ist im Grunde immer noch ein PS4-Spiel. Beim Fahren gibt es auch so einen Motion Blur. Der fällt so jetzt nicht ganz so auf, aber auf dem großen Fernseher wirkt halt die Grafik dadurch auch etwas, ja, wie so eine Art Detailarm.
Ja, du holst mich nicht mehr ein. So, ja, das war's. Jetzt problemlos gewonnen.